Wunderschönen guten Tag, liebe Bundesliga-Freunde, und willkommen zur neuen Bundesliga-Prognose für den kommenden Spieltag. Da steht zwar noch der 23., aber es ist eigentlich der 24. Bayern zu Glatt in Gastbach. Alles klar, nein, zu Gast in Gladbach. Ja, wir schauen mal, die Bayern sind ja nach wie vor so ein bisschen am Struggeln. So ganz rund läuft es noch nicht, wie man sich das vorstellt. Schauen wir doch mal. Und dann werden wir sehen, was am Ende bei rumkommt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Highlights. Ja, das sieht gut aus. Flanke. Oh, was eine Flanke. Oh, also, Ballannahme wie ein Dreijähriger. Siehst du, geht doch. Einmal der Joshua. Wir machen mal eine Flanke. Oh! Aber eine schöne butterweiche Flanke. Nicht sehr scharf, aber zielgerecht. Und, ne, oder punktgerecht. Genau aufs Köpfchen. Doch, dann brauchen wir nur noch ein Nicken, das Ding. Sieht die Defensive von Gladbach jetzt auch nicht unbedingt so geil aus. Wirklich gut sieht der Torhüter auch nicht aus. Ja. Ja, so ist das Feini. Oh, was war denn das für ein Rückraumpass? Das lernen wir aber nochmal. Ja, da ist er. Na? Hazard. Tor gehalten. Hätte gefährlich werden können. Jetzt kommen sie über Torgen Hazard. Uiuiui, gefährlich, gefährlich. Oh, das gibt's doch nicht. Alter. Er nimmt ihn nicht richtig an. Ich kann ihn nicht rausschlagen. Und der Gegner ist da. Alter, das geht gar nicht, so ein Ding. Wieder so ein typisches Teil, wo ich als Spieler völlig machtlos bin. Ja, gleich sieht man es nochmal. Er nimmt ihn nicht richtig an. Dann will ich ihn rausschlagen. Ja, super. Ja, das war wieder so ein typischer Hummels. Alter. Jetzt nimmt seine Fehlerhäufigkeit nicht nur in der echten Bundesliga zu, sondern auch noch hier. Kann eigentlich nicht angehen, ey. Na, endlich mal ein Pass, der was taugt. Und da ist er, da ist er. Levi macht das Ding hier dann doch noch in der 90. Minute. Endlich hat mal ein Pass geklappt. Wurde ja auch langsam mal Zeit, dass so ein Ding mal ankommt. Ja, da macht auch ein Jan Sommer nichts mehr. So, hat dann am Ende doch noch geklappt mit dem 2:1 Sieg. Würde ich fast sogar so unterschreiben fürs Wochenende. Ich tippe tatsächlich auch mal um Sieg für die Bayern. Wird aber eine knappe Kiste, glaube ich. Das wird eine richtig knappe Kiste. Unentschieden könnte ich mir auch vorstellen, aber ich tippe so ein bisschen auf die Bayern. Ganz knapper Sieg. Und euren Tipp könnt ihr wie immer in der Kommentare seine Buchstaben schreiben. Und ich muss jetzt mir echt mal was einfallen lassen, wie ich das mit dem Gameplay so langsam hinbekomme. Denn ich struggle immer noch wahnsinnig mit den Änderungen im Gameplay, mit den beiden vorletzten Patches. Und ich meine damit noch nicht mal die Timed Finisher, sondern generell das Gameplay. Das Passspiel ist komplett in die Hose gegangen, das hat man komplett versaut. Auch teilweise, wie die Spieler sich bewegen im Spiel. Dazu kommen dann noch so eine Handicap-Geschichten, nennt sie von mir aus auch Momentum, mit denen ich wahnsinnig Probleme habe, da einfach ein Gefühl für zu kriegen. Und das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber sei es drum, irgendwann muss das ja mal klappen. Und ja, wir werden uns überraschen lassen, während er sich da die Fahne in den Hintern rammt. Aber ist egal, das soll es hier jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Vergesst nicht, euren Tipp in der Kommentare seine Buchstaben zu schreiben. Aktiviert auch das Glöckchen, wenn ihr das hier nicht mehr verpassen wollt. Dann bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.